Was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und mit Danny hier. Was geht ab? Wir sind gerade im Auto, fahren gerade in die Soccerhalle. Ich werde heute mal ein bisschen filmen, einen kleinen Vlog machen. Wir werden heute ein bisschen Fußball spielen und für Danny eine Challenge aufnehmen in der Soccerhalle für seinen Kanal. Die ist jetzt auch online gekommen, also checkt die auf jeden Fall ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und ja, ich habe euch gerade schon gesagt, wir fahren jetzt gerade dahin, gehen jetzt erstmal noch einen Kollegen abholen. Auf Fresh, er ist irgendwie schon wieder zu spät und so, wir müssen ihn jetzt abholen eigentlich. Wir sind alle zu spät. Ja gut, habe ich gesagt, wir wollten uns um 14 Uhr treffen, wie spät ist es jetzt? Also ab 14 Uhr haben wir die Zockerhalle und es ist 14.15 Uhr und wir brauchen noch 15 Minuten dahin. Läuft, halbe Stunde zu spät, halbe Stunde geht von unserer Zeit weg, aber juckt nicht, was soll man machen, alle zu spät. So ist es immer bei uns irgendwie so. Immer kommen alle zu spät. Das wird alles nie was bei uns. Und guck mal jetzt, Jungs. Komm, meine Schuhe an. Warte. Zack, und jetzt guck mal Danny Schuhe an. Boom! Und flieg! Er fliegt einfach. LEDs drin oder so. Nice. Egal, wir sehen uns, wenn wir beim Kollegen sind oder in der Soccerhalle. Bis gleich. Okay, Jungs. Kollege haben wir jetzt auch abgeholt. Beziehungsweise er kommt da gerade. Da hinten irgendwo. Just in case you never know. Oh, oh. Love you, girl. Do you feel the same? I don't wanna play. Gay games, no gay games. Warte. Okay, wir haben ihn jetzt abgeholt. Jetzt geht's schnell zu der Soccerhalle. Bis gleich. So, Soccerhalle jetzt hier am Start. Guck mal, Jungs, alles für uns alleine. Einfach alles. Die Frau hat noch auf korrekt gemacht. Ja. Ey, mir ist zu schwindelig gerade geworden beim Drehen. Wir kamen einfach halbe Stunde zu spät, sie sagt, wir dürfen eine halbe Stunde länger Zug. Korrekte Frau, Digga, korrekte Frau. Das Ding ist, so leer wie er ist, können wir wahrscheinlich auch drei Stunden länger. Guck mal, auch Show hier wieder on fleek. Fans, Fußball spielen, I don't care. Mein Bein ist gebrochen, ich schwöre. Guck mal hier, GoPro am Start. Am Stissel. Am Stissel. Schon hart am Sweaten hier. Lass ein bisschen bei Leuten abfacken. Es geht, Marc. Alles mach klar. Mal aus Nasensicht. Ist hübsch, ne? Ja, Mann. Wie geht's dir so? Gut, dir? Auch gut, dir? Ich bin auch gut. Komm, wir fucken den Nächsten ab. Komm, wir fucken den Nächsten ab. Mach mal hier aus Nasensicht. Jungs, Digga, alle behindert, ich schwör. Alle behindert. Er sagt, ich mach das raus, Digga. Man hat richtig den Ball gesehen, ne? Sieht man das auf der Kamera? Ja, ja, ja. Das musst du mir nachher in die Gruppe schicken, wie das aussieht, ey. Jungs, Digga. Fußball dann. Guck mal jetzt, wo wir richtig gesund, richtig fresh essen gehen. Hier. Burger King, Junge. Burger King. Auf nice. Burger King ist ganz ehrlich geiler als McDonald's. Und da Danny, das sagen, Danny denkt, he don't care. Einfach Monster mit reinnehmen. Yes. Eigenes Getränk. Ich nehme eben Menü mit Getränk. Ich brauche nur viel zu trinken, weißt du? Ja, normal. Auf jeden Fall, wir essen jetzt schnell was. Auf richtig gesund, Long Chicken oder so. Ja. Healthy Lifestyle. Healthy, healthy. Jungs, wir sind bei Saturn. Wir haben gesehen, hier ist FIFA und da zockt gerade ein Typ. Kameras. Hast du Lust, eine Runde zu verlieren? Hm? Hast du Lust, eine Runde zu verlieren? Es geht. Alles klar, das lief ja nicht so wie geplant. Alles klar. Einfach mal kurz einen Korb bekommen. Ich glaube, das war nicht die beste Methode, um jemanden zu fragen, ob er Bock hat auf ein Spiel. Aber er kam gar nicht drauf klar, was wir von ihm wollen. Richtig witzig gewesen. Ja, er hatte keinen Bock, muss man respektieren. Ja, Mann. Chillen wir hier noch ein bisschen Hamburger Innenstadt. Auf Fresh. Zack, wieder Full House hier, wie immer. Ja. Ich wollte die nächsten Tage wieder ein FAQ machen. Wenn ihr Bock auf sowas habt, dann gebt mir doch einen Daumen. Nach unten. Du Pisser. Nein, Mann, auf jeden Fall nach oben und ja, schreibt mir eure Frage in die Kommentare. Wow, okay. Auto rastet aus. On fleek. On fleek.
Nice. Auf jeden Fall Frage in die Kommentare. Und dann läuft das Ganze. Dann mache ich ein FAQ in den nächsten Tagen. So, Jungs. Klotz mal. Es geht. Schuhe on Fleek. Schuhe on Fleek, Kleidung on Fleek. Ein paar Sachen gekauft. Beide nicht nur seins. Auch meine Sachen, Jungs. Spaß. Aber wir haben frische Sachen gekauft. Das machen wir jetzt noch. Genau. Das können wir jetzt so machen in Hamburg. Man denkt so City, aber eigentlich gibt es gar nichts, was du machen kannst. Fast. Nichts. Dann spul irgendwie. Ja, wir gucken einfach mal, was wir jetzt gleich machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, wir sind jetzt hier beim Kumpel. Sturmfrei heute Abend. Ein paar Kollegen eingeladen hat er eben. Wir haben in der Gruppe gefragt, in unserer WhatsApp-Gruppe, ob heute noch was geht. Hat natürlich erstmal wieder keiner geantwortet. Alles klar! Juckt die einfach nicht, als mir einer gesagt hat, er hat sturmfrei, sind plötzlich alle da. Auf einmal kommen alle, Jungs, sturmfrei, direkt alles in der Stadt. Wie aus dem Nichts, aber gleich ein bisschen FIFA, ein bisschen Pizza bestellen, wir einen richtig geilen Abend. Generell richtig Tag. Nice. Tag und dann noch hier Partner-Look. Ja, Mann. Sarah. Wir denken, Sarah. Geil. Mal sehen, wie die Location gleich bei ihm ist. Was ist los hier? Man sieht nichts, aber juckt nicht. Kann man die Licht oder so machen? Nein, doch da drin. Komm, Licht. Boom. Boom. Jetzt sieht man uns wieder. Wir waren gerade beim Kollegen. Die Location habt ihr kurz gesehen. War ein harter Tag auf jeden Fall. Viel gemacht. Viel auch bestimmt für euch zu sehen. Und jetzt war es das auch schon wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Checkt Danny seinen Kanal ab, falls ihr es noch nicht kennt. Was ist los hier drüben, Kollegen? Und weg sind wir. Die Jungs sind so gut gelaunt, Alter. Zu heftige Stimmung bei uns heute gewesen. Auf jeden Fall richtig nice. Klar, war jetzt schon wieder zu lange. Auf jeden Fall Daumen hoch, wie eben schon gesagt, Danny abchecken, falls ihr den nicht kennt. Den kennt man, glaube ich, nicht. Und dann werde ich sagen, haut rein. Fragen für das FAQ in die Kommentare, haut rein und Peace. Ciao.